Willkommen zurück zu Cube Life Island Survival in der Version 1.1 und wir sind noch mehr auf der Anfanginsel. Plan heute, wir bauen uns mal eine Karte. Oh, wir haben sogar schon genug für eine Karte. Und machen uns auf eine Reise. Es ist nämlich so, dass ihr wollt, dass ich weiterreise und die neuen Inseln mir anschaue. Und genau das werden wir tun. Wartet, das ist jetzt blöd, wie wir das gelöst haben. Komm nochmal zurück. Geh dahin. So. Wir brauchen, glaube ich, 9 für die World Map, ne? Das ist ja nur die Inselkarte. Die ist nicht so wichtig. Mist, jetzt muss ich irgendwas wieder wegschmeißen. Was brauchen wir denn nicht? Leg das hier mal einfach dorthin. So. Rohes Fleisch ist eh noch nicht so wichtig. Ja, das Craften ist ein bisschen ungewöhnt so mit der Steuerung, aber ich mag es so halt lieber. So, und uns fehlen weitere Blätter. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Ja, ich würde sagen, die sammeln wir mal. Hunger haben wir auch. Na, zum Glück haben wir diese gegrillten Hühnchenschenkel. Und ja, ich bin mal gespannt, wie neue Inseln aussehen werden. Ich glaube, wir haben alle von den alten auch noch nicht gesehen. Aber alles der Reihe nach. Von weiteren Quellen kann ich sagen, dass das Spiel wieder, ja, Orte hat, an denen man angeblich nicht mehr weiterkommt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, muss ich überprüfen. Aber die Quelle ist sehr vertraubar und von daher denke ich, dass das stimmt und das ist nicht so cool. Das ist ein bisschen blöd, wenn das jetzt schon wieder Probleme gibt. Ansonsten sieht der Plan heute folgendermaßen aus. Wie gesagt, entweder reißen wir heute oder morgen ab. Heute geht's mal zuerst drum, eine Karte, eine vernünftige Karte zu haben. Und genau das werden wir jetzt mal tun. So. Direkt noch eine zweite drauflegen. Und noch eine Karte. Und noch eine Karte. Ja, so geht es voran. Und noch was. Kannibalen bauen immer noch Häuser ab. Also hat sich nichts geändert. Ich verstehe irgendwie dann den Sinn von Pforten nicht. Also von Türen und von Eisendraht. Weiß da jemand von euch vielleicht mehr? Weil es gibt jetzt ja dieses Eisendrahtzaun. Und Frage ist halt, bauen die das vielleicht nicht ab? Kann man so sein Gebiet vielleicht absperren? Es sind alles Dinge, über die man halt noch erforschen muss. Sobald ich Eisen finde, eine große Anzahl an Eisen, werde ich mir das mal anschauen. Jetzt kommt erstmal die Karte. Die World Map. Super. Und ich sehe, wir haben noch gar keine Kokosnüsse. Auch nicht so klug. Müssen wir auch noch sammeln vor der Abreise. So. Das ist in Ordnung. Dann würde ich eine Truhe hin platzieren, wo wir so ein bisschen... Ah ja, übrigens, das hier habe ich gebaut, um unseren Keller zu bauen. Um Stein abzubauen, um uns ein Steinhaus zu bauen. Aber ihr wollt ja die andere Seite von Cube Life sehen. Und von daher machen wir das auch. Ich stelle nur diese Chest hier. Na los. Ach, na los, komm. Tausch mit dem da. So. Stell die dorthin und lager da ein bisschen was ab, was wir halt wirklich nicht brauchen.
aber ganz interessant sein kann. Ja, bei Holz, eigentlich brauchen wir kein Holz, nö. Wenn wir sterben, verlieren wir die Sachen halt auch nicht, nö. Leder, okay, für eine Rüstung immer gut zu gebrauchen. Dreck ist jetzt nicht so viel, das kann man auch noch verbrauchen. Federn brauchen wir eher nicht. Und ja, ansonsten müssten wir noch Kokosnüsse sammeln. Dann wären wir schon ready. Super. Ja, dann suchen wir uns mal eine Shells. Die Karte wurde nicht vergrößert, ne? Nee. Allerdings, wenn man jetzt auf die Karte schaut, dann sieht man die Figur von. Nee, das habe ich jetzt gemacht. Hä? Okay, wie habe ich das gemacht? Ah, okay. Ich bin gegen das Steuerkreuz nach unten gekommen. Dann öffnet sich nämlich dieses Menü und ich sehe da ein Schwein. Das kommt hierher. Mit meinem Holzschwert werde ich das angreifen. Das andere ist mir viel zu wertvoll, so dass die Silberaxt. So, die lokale Karte hat sich vielleicht ein bisschen detailreich verfeinert, aber nicht großartig. Ja, lässt Stein fallen, okay. So, die Kokosnüssen wollen wir. Und wir haben keine Blätter. Das fängt schon super an hier, ne? Nehmen wir uns halt das Dreck. Ich hasse auch, dass man einen Unterschied zwischen Grasblock und Dreckblock macht. Aber okay. Das ist halt so bestimmt von Sopronia. Ein bisschen blöd, weil ich glaube, dann wächst das Gras auch nicht auf diesen Blöcken nach, oder? Das ist nicht so wie in Minecraft. Und was ich noch toll finde, die einzelnen Items sammeln sich in einem Klumpen und dann fallen die runter. Ist eine gute Alternative, dann weiß man wenigstens, wo was hinfällt. So, ich glaube, das reicht jetzt fürs Erste. Wir wissen ja noch nicht so richtig, wo wir überhaupt hinwollen und da ist ein Unterwasserschwein. Das töten wir. Hallo, mein Freund. Ah ja, ich bin auch mal gespannt, ob dieser Ertrinkbug endlich gefixt ist. Der hatte nichts für uns. Schade, schade. So, wo würde es denn da lang gehen? Das wäre der Norden. Ich würde aber jetzt ganz frisch mal dahin gehen. In den Osten. Warte. Im Wasser kann man nicht essen. Weil ich trinke mich noch satt. Bevor wir diese Reise wagen. So. Und save auch noch. Damit wir halt immer an dieser Stelle Platz finden. Von Rüstung trage ich nur einen Helm. Was anderes könnte ich auch nicht craften. Ein Crafting Table selbst habe ich jetzt auch nicht dabei, aber ja, das ist ja nicht das Ende der Welt, ne? Das kann man sich ja immer noch auf der fremden Insel craften. Ich bin wirklich mal gespannt, wo wir jetzt landen werden. Außerdem möchte ich auch auf die freundliche Insel. Am besten ist das das Ziel, was wir als erstes ansteuern. Damit wir halt, ja, schauen können, ob dieser Truhenbug dort gefixt ist, ob wir da endlich was lagern können. Wir sehen uns gleich. Willkommen zurück. Ja, es ist sehr gefährlich, ich weiß. Welche Insel ist das? Wir waren hier bestimmt schon mal. Gibt's Pilze? Noch was? Es gibt noch einige Crafting-Materialien. Und zwar gab es jetzt gerade zur Schau Treppen. Treppen und halt diese Eckstufen. Und man kann Sand einfärben. Wozu das gut ist, weiß ich nicht. Was macht man denn mit schwarzem oder grauen Sand? Oder hellgrauen Sand, das stand auch noch da. Dieser blöde Adler, warte mal. Ziehe ich dem jetzt sehr viel ab? Ja, geht so.
Nee. Schau erstmal, wo wir hier sind. Ich glaube, ich weiß aber, welche Insel das ist. Ich würde das jetzt als die Cranberry-Insel ja, deuten. Weil auf dieser Insel haben wir zum ersten Mal dieses Cranberry-Gemüse oder Obst gefunden. Es wird auch schon wieder dunkel, das ist auch blöd. Das heißt, die Kannibalen kommen und wir haben schon einige Level erreicht. Also, ja. Könnte eine dicke Welle auf uns zukommen. So, sonst ist. Doch, es muss doch noch irgendwas hier geben. Komm, wir erforschen die Insel mal ein bisschen. Ich würde ganz gerne einen Stamm finden und den hier abbauen vom Mangobaum. Wo könnte der sein? Was ist das? Ah, das sind. Oh, okay, die haben jetzt Schatteneffekte, wenn die im Dunkeln stehen. Das ist interessant, das ist cool. So, ich baue das Holz ab, damit wir, wenn es Probleme gibt, einen Turm bauen können. Oh, jetzt wird es aber schon schrecklich dunkel. Autsch. Boah, man sieht gar nichts mehr. Krass, haben die Lichteffekte verschlechtert? Was ist dieser Faustfelsen dort? Gibt es hier Haie? Alles Fragen, die offen stehen und diese Adler richten uns ganz übel zu. Das ist eine Palme, ne? Ja. Da ist ein Hai. Oh, da ist ein Hai. Warte mal. Steinschwert und Hai. Ja, er hat Leben. Ihm wird Leben angezeigt. Dann komm mal her. Ich will wissen, wie viel Schaden das macht, weil ich glaube, das wurde alles beim alten Bild. Ja, gut, die Schwerter sind neu, aber trotzdem. Was? Was? Ah, dieser scheiß Adler. Verschwindet der hier nicht? Ist das eine Insel, wo keine Kannibalen auftauchen? Okay, jetzt geht der mir irgendwie auf den Keks. Dieses scheiß Ding. Ist safe hier mal. Hier kannst du nicht richtig forschen, obwohl die Musik kommt zwar. Aber diese scheiß Krähen. Unglaublich. Lassen mich hier nicht forschen. Machen auch noch schrecklich viel Schaden. So, da kann ich jetzt nicht hin. Da ist ein Hai. Ist noch immer da. Was ist denn das da oben? Was ist das hier? Einfach nur Stein? Ja. Okay, ich sehe jetzt auch keine Kannibalen, aber holy shit, was ist das denn? Was hat man denn mit dem Mond gemacht? Ah doch, warte mal. Warte mal, ich höre Kannibalen. Aber ich sehe keine. Autsch. Wo sind denn die Viecher? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass dort hinten was sein könnte. Aber ich sehe nichts. Ich brauche eine Fackel. Und ich will wissen, wer heute Nacht meine Gegner sind. Und was schwebt da so? Sieht alles so ein bisschen merkwürdig hier aus. Tja, Schweine, auch gut. Aha, hier, da hinten springt einer, glaube ich.
jemand, oder? Nee, war doch keiner. Ein bisschen merkwürdig gerade. Ich höre Kannibalen, sind aber keine da. Was ist das? Einfach Blätter. Ja, ich glaube schon. Da leuchtet was. Das ist unser Standpunkt. Was haben wir denn schon von der Insel gesehen? Noch nicht sehr viel. Die scheint groß zu sein. Aber hier kommen keine Kannibalen. Hier läuft zwar die Musik der Nacht, aber keine Kannibalen. Weit und breit. So, und ich habe schon wieder eine volle Tasche. Speichere den Pilz mal weg, weil momentan weiß ich wirklich nicht, was ich damit tun könnte. Also jedenfalls werden wir von dieser Insel aus weiterreisen. Frage ist nur wie. Aha, ein großes Schwein. Und ich bin gespannt, wo wir rauskommen werden. So, nehmen wir noch Kokosnüsse hier mit. Vorräte sammeln wir dann hier. Hier haben wir eine gute Chance, ne? Kommen ja keine Kannibalen. Davon muss man profitieren. Ah, es sind nur kurz. Was für eine Insel ist das jetzt? Das ist die. G6. Der G6 sind wir. Okay. Was mit der auf sich hat, bisher noch gar nicht. Und diese eine Kohle mache ich mal zu einer Torch. Hallo? Ah, das sind zwei verschiedene Torches. Ja, dann müssen diese Cranberries weg. Komm. So. Ich will nämlich das Holz, das ist mir wichtiger. Ja, hier kommen keine Kannibalen. Das ist gut. Das ist die Nachbarinsel. Allerdings sind hier Haie. Gibt es hier keinen Hidden Room irgendwo? Irgendeinen Schatz, der uns vielleicht weiterbringt. Vielleicht ein Boot in der Truhe oder so. Das wäre richtig cool. Hier ist nix, nee. Sind wir einmal rundherum gegangen, ne? Wir müssen noch ein bisschen ins Innere. Da waren wir noch nicht. Ich tue hier überhaupt nichts sehen. Ah, es ist sehr dunkel. Weg mal mit dem ganzen Dreck hier. So. Boah, und die Tiere. Interesting, das Ganze hier. Aber macht irgendwie keinen wirklichen Sinn. Ja, also das ist dann die erste Station für
diese Reise. Ich weiß nicht, wir werden uns ja morgen auf dieser Insel erneut begegnen, bei Tage. Und dann werden wir mal schauen, ob wir hier noch irgendwas zu tun haben oder ob das hier schon alles ist. Aber nee, irgendwie ein Teil der Insel haben wir noch nicht. Der geht in diese Richtung. Oh shit. Springe nicht runter, dann safe lieber nochmal. Und es wird schon wieder hell, also jedenfalls bald. Das ist gut. Hä, und wie zum Teufel war die Silber. Hä? Ich dachte, die hatte nur. Hä, hat die irgendwo Leben verloren? Habe ich irgendwie nicht aufgepasst und die Silberaxt benutzt, um zu kämpfen? Keine Ahnung. Was liegt da? Ah, Weed. Also, ja. Weed. Smoke weed every day. Nee, natürlich ganz gewöhnliches Gras. Ja, ihr wisst, was ich sagen will. So, was, diese Felsen sind auffällig. Hier muss es was geben. Hier muss es was geben. Frage ist nur, was? Komm. Ah, das ist. Ja, doch, das ist die Igelinsel. Ja, okay. Hier fahren wir noch nie wirklich auf diesem Bogen. Ob es da was gibt? Schauen wir mal ganz kurz da rein. Problem ist der Hai. Der blöde, verdammte Hai. Kommt man da irgendwie anders rüber? Nee, nicht wirklich. Dann schwimm mal. Schwimm, schwimm, schwimm. Ich höre keine Musik, von daher safe. Und ich würde auch ganz gerne mal anfangen, Haie zu töten. Wir gehen mir so langsam ein bisschen auf den Keks, ne? Was man hier noch tun könnte, ist hier alles ausgraben. Vielleicht findet man hier ja seltenes Material. Diamant, Gold, Titanium. Irgendwas so. Eisen wäre auch cool und da kommt dieser Drecksvogel. Es sind zwei. So, das ist ein Teil der Insel, den wir immer noch nicht ganz entdeckt haben. Und jetzt kommt er schon wieder hier rumnerven. Jetzt weiß ich auch, wieso wir von dieser Insel schnell wieder weg waren. Aber wir können die mal genau unter die Lupe nehmen. Besonders hier. Seht ihr, da ist Eisen. Das Eisen, Leute. Ja gut, Freunde, dann geht's hier weiter im nächsten Part von Cube Life Island Survival. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, Tipps und Tricks sind willkommen. Sagt mir, was wir alles gemeinsam tun sollen. Jedenfalls geht es hier weiter. Wir reisen dann auch in die Richtung ab, denke ich. Aber zuerst sammeln wir mal hier ein bisschen von diesem Eisen ab. Und craften uns vielleicht eine Rüstung. Mal schauen, wie viel wir finden. Das hängt dann davon ab, weil auch eine Laterne wäre cool. Und Schwerter, Waffen. Gut, Freunde. Das war's. Oh, das hinten, da hinten ist ja auch noch was. Ja, doch, hier werden wir fündig. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal bei Cube Life Island Survival. Bis dann.